System wurde aktiviert. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator Classics. Der Danny spielt das. Wir befinden uns heute Ihre nächsten Anschlüsse. In Koblenz Hauptbahnhof. Und RB 10 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Abfahrt 20.52 Uhr vom Gleis 8. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor circa 10 Monaten habe ich mit diesem Szenario, gab es den Teil 1 von diesem Szenario, und zwar IC 1021. Da habe ich mit diesem Szenario angefangen, und zwar von Köln nach Koblenz. Und genau da machen wir jetzt auch weiter. Also vor zehn Monaten kam dieses Szenario mit Teil 1 raus aus dem Hause Fair System Sound Design. Und genau da werden wir jetzt weitermachen. 10 Monate später kommt endlich der zweite Teil raus. Wir fahren heute von Koblenz über Bingen, Mainz, Frankfurt am Main Fernbahn und Flughafen und schließlich Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Und ihr hört's, das ist wie gesagt von Fair System, ihr hört's am Bahnhof, an den Bahnhofsansagen, und nach wie vor ist dies unser Zug. Steuerwagen voraus. Und hinten dran natürlich unsere 101, gewohnt. Und ja. Wir werden jetzt hier gleich jeden Moment Ausfahrt haben. Aus dem Koblenzer Hauptbahnhof, wie ihr seht. Ein bisschen diesig an diesem frühen Abend. Also früh ist der Abend gar nicht mehr. Wir haben schon immerhin schon 8:45. Und warten jetzt, bis wir hier die Türen geschlossen sind. Ist der Fall. Lösen die Bremsen. Schalten langsam auf, würde ich sagen. Konnten wir uns anscheinend. Jetzt ist schon mal sehr gut. So. Wenn hier nur ein Güterzug durchfährt. Wenn ihr euch erinnert, hatten wir ja vor 10 Monaten auch genau diesen Zug. ICE Steuerwagen, beziehungsweise CE, alte oder Ex-Metropolitan Zugverband und 101 hinten dran. Und bin jetzt zufällig drauf gestoßen. Einfach mal bei Fair System Sound Design geschaut und hab das gesehen und dachte mir, vielleicht gibt es hier die ein oder anderen, die auf den zweiten Teil gewartet haben. Und hier ist er endlich, 10 Monate später. Wenn ihr euch nicht. Ja. Schönen guten Abend, sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen hier im IC 1021 auf der Fahrt nach Nürnberg mit den Unterwegshaltern in Bingen Hauptbahnhof, Mainz Hauptbahnhof, Frankfurt am Main Flughafen und Frankfurt Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Good evening, ladies and gentlemen, welcome aboard on the Intercity Express 1021 to Nürnberg. Via Bingen, Mainz, Frankfurt Airport and Frankfurt Main Station. We wish you a pleasant journey. Ja, wie gehabt bei Fair System Sound Design. Wunderschöne Ansagen. Und ich wollte gerade sagen, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, wie der erste Teil war, schaut auf meinem YouTube-Kanal nach. Vor 10 Monaten circa gab es den ersten Teil zu sehen auf meinem Kanal und könnt ihr da gerne noch mal reinschauen, damit ihr euch wieder so ein bisschen, ja, das Szenario von Anfang an in Erinnerung rufen könnt.
Erste Station Bingen Hauptbahnhof, wo wir um 21.21 Uhr circa einfahren sollen, während ich hier schon zu schnell werde. So, der Zeitplan sieht ganz gut aus. Wenn nichts dazwischen kommt, fahren wir da sogar schon um 21.15 Uhr ein. Also früher als überhaupt geplant, das ist natürlich immer wieder gut. Und ihr seht, es ist noch ein bisschen diesig. Also, ist keineswegs ein schöner sonniger Abend, also sehr, sehr neblig, möchte ich fast sagen. Also, schauen wir mal, wo die Reise hinführt, wenn es dunkel wird. Weil, wie gesagt, wir kommen an um 21:45. Da ist es, wenn das Szenario im Sommer spielt, wovon ich ausgehe, um die Zeit wäre es sonst nicht mehr hell, fängt es dann langsam an, dunkel zu werden. Also, haben wir sogar in die Nacht hinein oder ins Dämmern rein, will ich fast sagen. Also, sehr, sehr schön. Siefer sollte man drücken. Makrofon tut man nebenbei auch. Wenn man mal auf die Taste mit drauf kommt, beim hektischen Siefer drücken, dann hat man gleich auch das Makrofon getestet. So, ich bin gespannt, wann wir in die LZB aufgenommen werden. Noch ist dies nicht der Fall. Wir sind auch noch dafür viel zu langsam. Ich glaube, das passiert auch erst ab 160 km/h. Noch fahren wir 140 Höchstgeschwindigkeit. Ja, das heißt Höchstgeschwindigkeit. Maximalgeschwindigkeit, die wir fahren dürfen. Das ist sehr viel KI-Verkehr. Wie gewohnt bei Fast System Sound Design. Also, man muss einfach sagen, es ist ein richtig schönes, schöne Add-on-Firma, muss ich mal so sagen, oder Add-on-Händler, wo richtig schöne Szenarien entstehen, mit viel Liebe gemacht, mit viel Realismus gemacht. Die Ansagen sind schön, die Bahnhofsdurchsagen sind sehr authentisch, die Zugchef-Durchsagen und die, die Zugführer oder Triebfahrzeugführer-Ansagen sind sehr, sehr schön gemacht, also wirklich rundum sehr gelungen, muss ich wirklich sagen. So, 50 Kilometer noch bis Bingen. Dann fahren wir 82 Kilometer. So haben wir jetzt noch bis Mainz von hier aus. 8 und 119. Sie versorgt mal drücken. Also ich habe ja schon sehr lange kein TS Classic mehr gespielt und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das einfach mal. Wird mal wieder Zeit. So, langsam dürfen wir auch mal langsam mal schneller fahren, ja, oder bleibt das jetzt bei 140? Für IC oder ICE, wie man den auch nennen mag, ich nenne ihn jetzt mal ICE, relativ wenig, 140. Also da darf locker 200 und ja. Gut, die Strecke ist in dem Bereich der Kurvenreich, von daher hat das wohl seinen Grund, dass wir hier mit 140 lang schleichen. Gleich 110. Würde mich nicht wundern, wenn wir dann gleich noch quittieren müssen. Von wegen, dass wir das Signal gesehen haben. PCB Wasser. Ja,
noch ist das nicht der Fall. Tiefer auf jeden Fall. Ein bisschen bremsen. So, damit hätten wir die 110 dann auch erreicht. Geforderten. Schalt mal ganz sanft auf, nicht zu schnell werden. Und dann sind wir bei 110. So, was kommt da Schickes entgegen? Aus dem Güterzug. Ist auch einer. Doppelt bespannt oder einzeln? Doppelt bespannt, der extra lang. So, dort vorne wird es noch ein bisschen langsamer, 100. So, wir haben eine Minute eingebüßt, aber das ist immer noch früh genug, 5 Minuten früher als geplant. Von daher alles gut. Und wir fahren hier voll in den Nebel rein. Wir fahren hier schön an dem Rhein entlang, sehr, sehr nice. Ist das überhaupt der Rhein? Nicht, dass ich mich jetzt total in den Nesten setze, aber ich meine doch wohl, Köln-Koblenz dürfte der Rhein sein. So, 100. Und dann dürfen wir auch gleich schon wieder auf 120 aufschalten. Wobei das immer noch sehr, sehr langsam ist für diesen Zug. Davon mal ganz abgesehen. Und ich glaube, vor 10 Minuten bin ich den ersten Teil des Szenarios noch komplett ohne Zugsicherungssystem gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Also könnt ihr mal sehen, was ich in 10 Minuten jetzt doch gelernt habe, dass ich auch endlich mit PZB und Co. fahren kann. Hier verlassen haben. Die wir dann auch wieder aufschalten. Dann kommen so langsam die Geschwindigkeiten wieder. 130. So, 120. Also das sind auch noch so Strecken, die es beim TSW ruhig geben könnte. Frankfurt, Koblenz, Mainz, Nürnberg, all das sind Strecken, die ich mir dort auch noch wünschen würde. Dafür gibt es beim TSW zum Beispiel eine Strecke, die ich mir hier sehr gerne wünschen würde, zum Beispiel Essen, Duisburg, Bochum. Gibt es ja wiederum hier nicht. Also es ist gegenseitig noch so ein bisschen, dort gibt es Strecken, die es hier nicht gibt, hier gibt es Strecken, die es da nicht gibt. Also es sind so einige Strecken, die ich mir wünschen würde, die es beim TSW gibt, die es hier geben sollte und andersrum. Auch vom Rollmaterial her gibt es da einiges, was es beim TSW noch geben könnte, geben sollte. Aber wer weiß, vielleicht kommt das alles noch. Wir haben jetzt mittlerweile ja schon die Baureihe 110 samt N-Wagen beim TSW, die es hier kürzlich gab. Am 6. Dezember sind die rausgekommen, samt neuer Strecke Bremen-Oldenburg. Bin gespannt, was es so nächstes Jahr geben wird. Ob es ein neues Rollmaterial geben wird, neue Strecken geben wird, was das für. Es ist ja auch im Gespräch, dass es den TS 2023 geben soll. Und bin gespannt, ob es dann dort neue Strecken gibt, neues Rollmaterial. Dann ist ja im Gespräch bei 3D-Zug
der ja schon den ICE 1 und den ICE 4 rausgebracht hat, der soll nebenbei jetzt am ICE 2 arbeiten und auch am ICE 3. Also sie sollen jetzt auch bald im kommenden Jahr dann, denke ich mal, hoffe ich mal, auf den Markt kommen. Und dann wäre die ICE Bandbreite ja auch schon abgeschlossen, kann man sagen. Es sei denn, er macht jetzt noch einen Unterschied zwischen dem normalen ICE 3 und dem T. Ansonsten wäre das abgeschlossen. Das wäre natürlich super. Und lass uns einfach mal überraschen, was es nächstes Jahr so geben wird. An neuem Rollmaterial, an neuen Add-ons, an neuen Strecken. Vielleicht sogar dem nächsten Teil von TS 2023. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen und werden uns diesbezüglich überraschen lassen. Also ich bin da ganz gespannt drauf. Aber nicht darauf gespannt, gleich eine Zwang zu kassieren, weil ich die Sichtweite nicht drücke. So, immer wieder mal gebremst. Auf 100. Für ein paar Meter. Gerade noch so geschafft. Gerade noch so. Das war schon sehr, sehr knapp. So, mittlerweile sind es dann gleich noch 30 Kilometer bis Bingen, unserem ersten Halt. Eine 155. Jetzt habt ihr im Güterzug. So, 110. Siefer. Fleißig gebaggert. LKW steht auch schon dabei. Wow, was ist das denn? So ein Containerheber. Wie nennt man die? So ein Containerkran. Nennt man den so? Helft mir gerne weiter. Es ist so ein Containerkran, ne? Der die Container heben kann. Die findet man ja ganz oft am Hamburger Hafen zum Beispiel. In dem Umschlagbahnhof da. Umschlaghafen. Dort werden ja viele, viele Container verladen, entladen, von Schiffen abgeladen, abgehoben. Die dort zum Beispiel aus Rotterdam und Co. ankommen. Und dort sind diese Containerkräne. Nennt man die so? Ich nenne ihn einfach Containerkran. Die sind dort natürlich in Massen zu finden. Und genau so einer stand da gerade. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn die anders heißt. Wenn ihr den korrekten Namen kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich nenne die jetzt einfach Containerkran. Ich finde leider gerade keinen anderen Namen im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Bleiben wir vorläufig bei 110. Was steht denn da? Auch ein Güterzug. Mit blauen Wagen. Bin gespannt, was vorne dran hängt. Ich tippe mal auf eine 155. Nein, es ist nur 185. Der hat ganz brav auf uns gewartet. Weil wir natürlich Prio haben. Ist ja logisch. Oh, da vorne geht es mal richtig runter auf 90. Langsamfahrstelle hätte ich schon fast gesagt. Weil für diesen Zug ist das mit Sicherheit eine Langsamfahrstelle. 90 ist schon extrem langsam. Also die Strecke ist sehr, sehr kurvenreich. Ihr seht's, sehr, sehr enge Kurven. Kann man natürlich verstehen, dass man hier mit gemäßigter Geschwindigkeit durchfährt. Und nicht mit 200 Sachen. Ist logisch. So, wir brauchen gar nicht weiter aufschalten. Lass uns jetzt erstmal so ein bisschen ausrollen. So. Wieder schon mal runter auf 90.
intensiver. Was ist denn da unten Schönes? Ah, so ein Hafengebäude. Ihr seht da die Schiffe vielleicht. Da, da sieht man sie durchschimmern. Scheint ja so ein Clubhaus zu sein. Die Yachtbesitzer und Segelschiffbesitzer und was da alles so stand. Ein bisschen aufschalten. Ah, deswegen fahren wir 90 Durchfahrt von dem Bahnhof. Die laufen da hinter der Linie, das ist natürlich, beziehungsweise vor der Linie, das ist natürlich überhaupt nicht schön. Die weiße Linie ist dort nicht umsonst aufgemalt. Das soll kein schönes Bild sein oder so, sondern die hat schon ihren Nutzen. Da hat man sich schon was bei gedacht. So, Tunneldurchfahrt. Ist natürlich die Außenansicht nicht möglich. So, mittlerweile haben wir 3 Minuten eingebüßt. Da kommt ein CE3. TTB. Wunderschön. Wunderschön. So, 25 Kilometer noch bis Bingen. Das heißt, bis Mainz sind es dann nur noch, ja gut, 20. Oder 30. 30. Bis Mainz dann 51 circa. Bis Frankfurt und das, ja, also alles noch im Machbaren. Wobei ich mir wahrscheinlich überlegen werde, ob ich das Video nicht splitte, weil es doch sonst ein bisschen zu lang wird. Ich habe den ersten Teil gesehen, das Video, das ging über eine Stunde 15. Damals habe ich das noch nicht so, ja, so ernst genommen mit der Länge, mit den Längen des Videos. Aber mittlerweile passe ich da schon ziemlich drauf auf, dass das nicht zu lang wird. 30, 35 Minuten lasse ich mir noch gefallen. Aber länger sollte es dann eigentlich auch nicht werden. Weil es macht einfach keinen Sinn, so lange Videos da zu präsentieren, die sowieso dann keiner schaut oder bis zum Ende schaut, weil es einfach zu lange ist, kann ich auch verstehen. Ich würde mir wahrscheinlich auch kein Video anschauen, was über eine Stunde geht. Es sei denn, es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant und fesselnd, dann könnte es vielleicht sein, aber naja. Deswegen achte ich da schon sehr darauf, dass das nicht allzu lang wird und ich möchte es euch auch nicht antun, dass ihr da irgendwie 40, 50, 60, 70 Minuten Video anschauen müsst. Das hat nichts. Von daher schauen wir mal, wie wir das hier machen. Ob ich das einfach splitte. Sagen wir mal, dass ich vielleicht bis Mainz fahre und dann bis Frankfurt im nächsten Video. Schauen wir mal. Ich denke, das ist eine gute Aufteilung. In dem ersten Video 2 Stationen anfahren und im letzten Video dann die letzten beiden Stationen. Ich denke, das macht Sinn, würde ich sagen. So, dann dürfen wir gleich 140 zur Abwechslung mal wieder. 160 ist wahrscheinlich noch gar nicht vorgesehen hier. Schauen wir mal, wie das bis Mainz weitergeht. Auch hier schön diese Türme. Richtig schön. Ein bisschen, hat so ein bisschen was Mittelalterliches. Ja, auch rechts. Der Turm, der Wachturm würde ich schon fast sagen. Sehr, sehr schön. So, dann dürfen wir aufschalten. Perfekt. 140. Die Siefer drücken. Ja, ihr merkt, es wird ja so langsam dunkel. Oh, schaut euch mal an da. Den riesen Tank. Dampfer da. Wahnsinn. Der
mit Sand geladen ohne Ende. Wahnsinn. Wie gesagt, es wird es langsam aber sicher dann doch dunkel. Wir haben ja auch schon 10 nach 9. Und dann ist es auch noch so diesig. Die Sonne hat keine Chance. Dann ist natürlich schnell dunkel, ist klar. Die Straßenlaternen sind auch schon an. Die Autos haben vorhin auf den Straßen, vielleicht habt ihr es gesehen, wo wir auch so ein bisschen an der Straße entlang gefahren sind. Die Autos hatten auch schon alle Licht an. Also es ist ein deutliches Zeichen, dass es dunkel wird. Und das relativ fix. Da ist noch so ein dicker Dampfer. Schaut euch das mal an da. Ja, das ist... Nee. Das war jetzt... Ja, war ein Fehler von mir. Ja. Das war natürlich blöd gemacht. Ist egal. Ich glaube, ihr habt ihn auch so gesehen. So, dann werden wir schon wieder eingebremst auf 120. Geht wie im Taubenschlag zu hier. Wo geht's da steil bergauf? Leckt mich am Arsch. Schaut euch das mal an. Also wenn du da irgendwie dich verschaltest und du hast keine... oder du wirkst ab oder so, kann ja alles passieren. Und du hast keinen Bremsassistenten, also keinen Rückrollassistenten. Oder Berganfahrassistenz, ich glaube, so nennt sich das. Dann ja, musst du mit der Handbremse spielen. Mit der Bremse, dass du da nicht irgendwie einen Meter weit zurückrollst. Also ich habe bei meinem Transporter zum Beispiel... Berganfahrassistenten, das macht schon Sinn, das ist schon wirklich von Vorteil. Also, wenn man da irgendwo am Berg steht so, und der Verkehr staut sich und ja, man muss da wieder anfahren, dann macht das schon Sinn, dass man nicht dann zurückrollt, weil es gibt leider immer wieder Verkehrsteilnehmer, ja, die das mit dem Abstand nicht so, wie soll ich sagen, einhalten, die sich dann direkt hinter dich stellen an dem Berg. Und wenn man dann nicht aufpasst und zu weit nach zurückrollt, könnt ihr euch selber vorstellen, was dann passiert. Von daher macht so eine Berganfallassistenz schon Sinn und sehr, 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 sehr hilfreich. Ich weiß noch, ich musste damals in der Fahrschulprüfung am Berg anfahren. Ich hatte da keine Assistenz. Ich bin nicht zurückgerollt, also zumindest nicht, ja... Nicht, wer weiß wie, also ein klein bisschen. Ich glaube, das ist dann auch nicht zu vermeiden, wenn man die Bremse loslässt, dass man ein kleines Stück zurückrollt. Aber es hat auf jeden Fall nichts ausgemacht, wo das irgendwie sich auf meine Prüfung ausgewirkt hat. Klar, es gibt da Tricks mit der Kupplung, mit der Handbremse, mit der Bremse. Gibt es alles, ist mir auch schon klar. Weil das ist ja hier beim Zugfahren auch nicht anders. Wenn man zum Beispiel an so einer Steigung steht und man will losfahren, dass man dann so ein bisschen gegen die sich lösenden Bremsen fahren sollte. Dass man praktisch mit der Bremse noch gehalten wird, ein wenig Leistung aufschalten und sobald sich der Zug in Bewegung setzt oder in Bewegung setzen will, man diesen leichten Vorwärts Trieb spürt, Bremse loslässt oder Bremse lösen und dann geht es eigentlich seinen Gang immer weiter aufschalten und dann funktioniert das in der Regel. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ich bin jetzt natürlich kein Bahner, aber ich denke mal, dass das so funktioniert. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. So, sollte man wieder bremsen. Siefer drücken. Dann haben wir noch 10 Kilometer bis zu unserem ersten Halt. Ist Bingen. Wie
gesagt, bis Mainz werde ich dann wahrscheinlich noch fahren. Das sind dann noch gut 30 Kilometer. Das geht eigentlich noch. Und den Rest bis Frankfurt werde ich dann in einem gesonderten Video machen. Einfach deswegen, weil es sonst einfach zu lang wird. Was ich gerade sehe, ist, die Uhrzeit und das Datum stimmt natürlich überhaupt nicht. Freitag, 8.3.16, 10.06. Das ist natürlich total falsch. Aber wollen wir da mal nicht zu sehr drauf schauen. Es ist natürlich nicht alles real hier. Das kann man leider nur im TSW machen. Mit korrektes Datum einstellen. Hundertprozentige Uhrzeit einstellen, so wie es wirklich ist. Das gibt es hier leider im TS nicht. Man kann, klar, man kann beim Schnellspiel die Zeit einstellen, klar, aber man kann nicht das Datum einstellen oder die Jahreszeit. Kann man auch, aber man kann nicht das Datum einstellen. Also das ist leider nicht möglich. Man kann das Wetter einstellen, die Jahreszeit einstellen und die Uhrzeit einstellen. Beim schnellen Spiel allerdings nur. Aber nicht das Datum. Das ist hier leider noch nicht möglich. Kommt vielleicht in Zukunft, wenn der TS 2023 rauskommt, aber bisher ist das nicht möglich. Und ob es dann möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Wenn es denn mal dann soweit ist, das Release-Datum für TS 2023 feststeht im nächsten Jahr. Noch lässt sich DTG da leider nicht in die Karten schauen. So, 5:20. Was kommt denn da Schönes? Eine Presse 155, auch nicht schlecht. So, da müsste sich ja gleich auch mal unser Zugbegleiter, Zugchef, zu Wort melden. Ah, da ist er schon. Wer sagt's denn? Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Bingen Hauptbahnhof. Sie haben folgende Anschlussmöglichkeiten mit der RB 26 nach Mainz Hauptbahnhof. Um 21:27 Uhr von Gleis 201. Die RB 65 nach Bad Kreuznach. Um 21:56 Uhr von Gleis 3. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die aussteigen. Einen schönen Abend, auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, in a few minutes we'll arrive Bingen. Thank you for choosing Deutsche Bahn. Take care and goodbye. Ja, da kam er direkt, als ob er es gehört hat. Entschuldigung. So, und dann fahren wir jetzt in Bingen ein. Wird doch noch ganz schön Zeit verloren, wenn man das mal so sieht. 21:21 Uhr. Also, gestartet haben wir 21:15 Uhr Ankunft. Tja, so kann es gehen, ne? Aber wir sollten wenigstens, wenn es schief geht, trotzdem pünktlich ankommen. Runter auf 100. Bevor wir jetzt gleich noch eine Zwangse kassieren, kurz vor Einfahrt in den Bahnhof. Das wäre natürlich blöde. So, guck mal, was Signal, da ist nichts zu quittieren. Trotzdem mal runter. So, und dann fahren wir schon ein in Bingen. Wären wir schon. Und es ist ziemlich dunkel geworden, also Wahnsinn. Da steht eine Regionalexpress-Abfahrbereit. Der Ausstieg ist in der Fahrtrichtung rechts.
Gut, dass er das noch sagt, aber ich glaube, das hätten wir spätestens jetzt auch gesehen. Oder zumindest die Fahrgäste. Ein bisschen aufschalten, hier sind nämlich ein bisschen zu langsam. Denn dann wollen wir ja komplett am Bahnsteig stehen. So, das dürfte aber genügen. Der trotzdem noch pünktlich ohne Ende. Öffne die Türen. Da wären wir. In Bingen Hauptbahnhof. Bistro hat leider geschlossen. Schade eigentlich. Wollten wir eigentlich was zu essen holen. Aber naja. Unser Zug ICE 1021 auf der Fahrt nach Nürnberg Hauptbahnhof hat jeden Moment Ausfahrt. Soll Ausfahrt haben 21.23 Uhr. Das ist jetzt ein bisschen verfrüht. Aber naja, besser zu früh als zu spät. Aber zu früh ist eigentlich auch nicht richtig, ne? Wenn, dann sollte sie sich ja auch am Fahrplan halten. Aber ich sag da jetzt mal lieber nichts zu. So, nächste Station Mainz Hauptbahnhof. Wunderschön, wie er sich in Bewegung setzt. Wunderschön. So, nach wie vor natürlich 90. Wir müssen hier noch in Bahnhofsnähe befinden und deswegen ist das so. Ah, da kommen ja auch endlich die 160. Da geht ja schon gut los. Sehr, sehr nice. Da kommt noch ein schöner Güterzug hineingefahren. Unser Zug legt sich in die Kurve und verschwindet in den Abendhimmel. Wir springen hinein in den Führerstand von unserem Steuerwagen. Bleiben wir noch mal ein bisschen zurückhaltend hier mit dem Aufschalten. Schönen guten Abend, sehr geehrte Fahrgäste. Herzlich willkommen hier im Intercity Express 1021 nach Nürnberg. Über Mainz, Frankfurt am Main Flughafen, Frankfurt Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board on the Intercity Express 1021 to Nürnberg via Mainz, Frankfurt Airport, Frankfurt Main Station. We wish you a pleasant journey. Sehr, sehr schön. Also die Ansagen sind sehr, sehr deutlich und gut zu verstehen. Das gibt es ja andere Add-ons und andere Szenarien, wo zwar Ansagen dabei sind, die aber so schnell oder so undeutlich nuschelig gesprochen sind, die man überhaupt nicht versteht. Da muss ich echt sagen, hat sich Festes im Sounddesign echt Mühe gegeben, so wie die sich immer Mühe geben. Sei es mit den Ansagen, sei es mit den Ansagen oder Durchsagen an den Bahnhöfen, an den jeweiligen, oder mit den Durchsagen der Fahrdienstleiter oder des Zugchefs, wie in diesem Fall, oder der
Zugführer bzw. Lokführer, muss ich wirklich sagen, da fehlt an Realismus eigentlich nichts. Auch der KI-Verkehr kann sich sehen lassen, muss ich wirklich sagen. Also rundum wirklich eine sehr, sehr schönen, immer sehr, sehr schöne Szenarien aus dem Hause Fair System Sound Design. Und die Preise sind auch fair, finde ich, weil man muss ja mal bedenken, was da an Arbeit drin steckt. Das ist wirklich nicht von Pappe, von daher finde ich das schon gerechtfertigt. Und auch die Zeit, die sie da hineinstecken, das ist auch nicht ohne einfach so mal dahin gemacht, muss ich mal, wenn man es mal so sagen darf. Deswegen dauern die Szenarien teilweise auch, bis sie rauskommen. Wie in diesem Fall hat das Ganze jetzt 10 Monate gedauert, bis der zweite Teil rauskam. Aber da kann man mal dran sehen, wie lange sowas dauert, sowas wirklich mit viel, viel Liebe und sehr, sehr realistisch und mit sehr viel Details auszustatten, so ein Szenario. Also da muss ich mal wirklich ein ganz großes Lob an Fair System Sound Design rauslassen. Ganz großes Kino. Ihr macht das wirklich toll, macht weiter so. Ich bin schwer begeistert, muss ich wirklich sagen. So, 150 dürfen wir gleich nur noch. Und wir fahren weiter in die Nacht hinein. Es wird immer dunkler. Ich denke mal, bis wir in Frankfurt sind, ist es stockduster. Da war da nicht gerade, ich wollte schon sagen, die 150 hätte jetzt kurz aus dem Blick verloren. Aber da sind sie ja. Für einen kurzen Moment hier runterbremsen. Das ist wirklich nur für einen kurzen Moment. Bin mal gespannt, wann uns mal die LZB aufnimmt. Und ob das auf der Strecke gar nicht vorgesehen ist. Eingeschaltet habe ich sie auf jeden Fall. Aber im Moment, zur Zeit ist auch noch kein Kabel verlegt worden. Oder zumindest ist nicht zu sehen hier in den Schienen. Also LZB ist ja mal daran zu sehen, wenn diese Kabel verlegt worden sind, also längs den Schienen entlang, ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass LZB vorhanden ist. Zack. Sehr viele Güterzüge hier unterwegs, muss ich wirklich sagen. Also fast nur. Also ich habe jetzt, also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr wenig Personenverkehr gesehen, ne? Das seht ihr doch auch so, oder? Wir haben bis jetzt, glaube ich, nur diesen einen Regionalexpress gesehen, der da im Bahnhof stand. In Bingen war das, glaube ich. Aber ansonsten gab es ja jetzt noch nicht allzu viel zu bestaunen an Personenverkehr. Ja gut, ein ICE3 kam uns entgegen. Stimmt. Ansonsten erinnere ich mich da jetzt an nichts. So, 150, wieder 160, das gleiche Spiel nochmal. Warum das Ganze? Keine Ahnung. Wahrscheinlich erzwingt es die örtliche Gegebenheit, dass wir auf 150 verlangsamen für den kurzen Bereich. Und dann werden wir das natürlich machen, ist ja ganz klar. Ach ja, und so einer kam uns, glaube ich, auch schon entgegen. So ein Flirt, Stadler 3, Flirt 3. Ich glaube, den hatten wir auch schon gesehen. Aber sonst ist mir nichts bekannt. So, wir haben jetzt so 17 Kilometer bis Mainz und wie gesagt, da werde ich das Video dann splitten in zwei Teile, weil sonst ist es einfach sonst zu lange. Es sind dann, glaube ich, noch 50 Kilometer bis Frankfurt von Mainz aus. Können wir das jetzt mal gucken hier. Es sind jetzt noch 42, 17. Ja gut, es sind dann noch ein bisschen weniger als 30.
15, 25, ja. Aber es ist natürlich auch schon 20 Minuten ist man da auch quitt, bis man da ist. Und ich bin jetzt schon wieder eine halbe Stunde zugange. Vor der Unterbrechung, wo ich die Aufnahme neu gestartet habe, waren 16 Minuten, glaube ich, oder 15 Minuten vergangen. Also es 45 Minuten habe ich jetzt auch schon wieder auf Uber. Von daher, das wird sonst einfach zu lange. Schauen wir mal, dass ich das Video vielleicht gleich unterbreche, dass ich dann vielleicht sofort weitermache mit einfach ein neues Video. Schauen wir mal, wie viele Kilometer das gleich noch sind, wenn wir in Mainz sind. Also die reine Fahrzeit ist das natürlich nicht. Da war ja die Warterei in Koblenz, bis wir losgefahren sind. Das ist ja alles schon Aufnahmezeit. Also die reine Fahrzeit, wenn man die berechnet, ist das natürlich ein bisschen weniger. Also die Fahrt jetzt von Bingen nach Mainz ging natürlich relativ fix. Ne, wir haben jetzt gleich noch 10 Kilometer bis Mainz. Das war jetzt nicht die Welt, 30 Kilometer. Ja, 27 ungefähr, 26 Kilometer haben wir dann gleich noch bis Frankfurt, zumindest bis zum Fernbahnhof. Bis Frankfurt selber sind es natürlich noch um einiges mehr. Das ist nochmal 10, 12 Kilometer. Wie gesagt, ich schaue gleich einfach mal, was ich daraus mache. Wenn ich die Zeit hätte, so wie andere, könnte ich natürlich auch mehr Videos machen, aber ich habe leider noch einen Hauptberuf, den ich ausübe und der nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch. Ich kann mich nicht allein auf YouTube verlassen, vor allem mein Job ist, ich liebe meinen Job und da ist sicheres Geld und ich habe zwei Kinder. Da kann man sich nicht alleine hier drauf verlassen, dass das mal irgendwann so weit läuft, dass man damit wirklich gutes Geld verdienen kann. Ich glaube, das ist so ein langer Weg. Ich gönne es all denen, die es geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch, aber das kann leider nicht jeder von sich behaupten. Und deswegen bin ich froh, dass ich einen guten Job habe, wo ich gutes Geld verdiene, der mir Spaß macht, den ich schon sehr lange mache. Und ja, deswegen muss man daran natürlich auch denken und da sein Hauptaugenmerk drauf legen. Und deswegen muss ich hier zusehen, dass ich nicht allzu viel oder allzu viel Zeit verbringe. Nebenbei habe ich natürlich noch Familie, die auch von mir, ja, bespaßt werden will, hätte ich fast gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Jeder, der Kinder hat, kann mich verstehen. Ich suche mir immer die Zeiten raus, oder die Tage raus, wo ich Zeit habe, wo ich mir die Zeit nehmen kann. Meine Tochter ist gerade spazieren mit Opa und ja, ich weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert, was ich erzähle. Aber vielleicht kann mich ja der eine oder andere verstehen, dass ich nicht jeden Tag ein Video machen kann in aller Herrgottslänge. Weil es gibt einfach noch andere Sachen, die Priorität haben. Und ich mache das hier gerne, ich mache das wirklich sehr gerne. Ich bin froh, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Und ich mache das gerne weiter, ich mache es auch nächstes Jahr weiter. Und wer weiß, wie weit das hier noch geht, wie, ja, welchen Weg das nimmt. Das allein habt ihr in der Hand. Ihr, die mich unterstützt, dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar, muss ich echt sagen. Also, ich sollte jetzt mal ein bisschen bremsen hier. Ich klatsche und quatsche und so. Knall ich voll gleich in die PCB. Herr Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Mainz Hauptbahnhof. In der nächsten Reisemöglichkeit. RB75 nach Aschaffenburg über Darmstadt. Die Abfahrt 1949 von Gleis 5. Mit einem RB3 nach Saarbrücken.
Über der Oberstrahlen genau bei 20:56 auf Gleis 6. Er sagt nach Wiesbaden Hauptbahnhof um 22 Uhr von Gleis 1. S6 nach Mannheim Hauptbahnhof. Über Worms. Tierfahrt 22:06 von Gleis 3. Und die RB 31 nach Kirchheim Bonlanden um 22:10 von Gleis 8. Wir werden uns vielerweise mit der Deutschen Bahn. Einen schönen Abend, auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we'll arrive at Mainz Main Station. Your next connecting trains are local train to Aschaffenburg via Darmstadt, line 49 from platform 5. Local train to Saarbrücken via Niederholstein, 956 from platform 6. S-Bahn Service to Mannheim via Worms, 1006 from platform 3. And local train to Kirchheim Bonlanden, 1010 from platform 8. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Have a nice evening and goodbye. Ja, wie gesagt, meine Hauptprio ist natürlich meine Familie und mein Job und das hier mache ich hobbymäßig. Wenn das immer mal mehr wird, bin ich da sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr dankbar für. Wie gesagt, ihr habt ganz großen Anteil daran. Deswegen ein riesengroßes Dankeschön nochmal von mir an euch. Ohne euch wäre ich nichts, muss ich ehrlich sagen. Zumindest hier nicht. Von daher danke, 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 danke. Ich hoffe, ihr behaltet mir auch im nächsten Jahr die Stange und bleibt mir treu und vielleicht mache ich nicht immer alles hundertprozentig richtig hier. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Der Aufstieg ist in der Fahrtrichtung rechts. Ich gebe mir immer die größte Mühe. Manchmal haut es hin, manchmal geht es schief. Aber ich glaube, das ist normal. Das ist wie überall im Leben auch. Wie gesagt, ich habe mir das alles alleine beigebracht. Mich da reingefuchst und mittlerweile muss ich sagen, bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt hier. Und macht das nach bestem Gewissen. So, hier sind wir mal relativ pünktlich, würde ich sagen. Überpünktlich sogar. Die Türen geöffnet. Hier in Mainz Hauptbahnhof. Und dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze schon mal ab hier. So. So, da wir jetzt hier in Mainz sind und ich abgespeichert habe, würde ich sagen, die Fahrt nach Frankfurt machen wir dann in einem anderen Video. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt vor allem mir treu, allen Neuen auf meinem Kanal. Empfehle ich, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr nichts Neues mehr von mir. Wenn euch die Kanalmitgliedschaft aufgefallen ist auf meinem Kanal, schaut sie euch gerne mal an, schaut euch die verschiedenen Mitgliedsstufen an. Ihr entscheidet, welche Stufe ihr nehmt und Super Thanks oder wäre auch ganz schön, wenn ihr dafür Lust habt, das mal dazulassen. Mein Gott, was ist denn hier los? Das eingenommene Geld investiere ich dann wieder in andere DLCs, in weitere Add-ons, in neue Spiele, um euch die zu präsentieren. Ja, was soll ich noch sagen? Ihr seht mich dann in einem nächsten Video wieder mit der Fortsetzung mit der Fahrt von Mainz nach Frankfurt. Bis dahin, macht's gut, ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters, haut rein, passt auf euch auf, macht's gut, bye bye, ciao, ciao.